Auf Streife. Eine besorgte Nachbarin sorgt jetzt für einen turbulenten Einsatz für Gino Meyer und Justin Böttger. Anna Höfers, hallo. Meyer. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hi. Es geht darum, ich war gerade auf dem Weg nach unten, ich war für meinen Nachbar einkaufen. Ich habe unten jetzt beim Herrn Müller in der Wohnung Bellen wahrgenommen. Obwohl ich sicher bin, er hat gar keinen Hund. Er hat mich aufgemacht. Ja. Vielleicht können Sie sich das mal angucken, weil ich weiß nicht, aber Sie was wissen, los dass er zu Hause ist. Ja. Er hat nur nicht aufgemacht. Das ist bei ihm in der Wohnung. Das ist sein. Bleiben Sie mal bitte zurück. Das ist mein Schlüssel, der steckt. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Hier die untere Wohnung, ne? Ja, links. Siehst du irgendwas? Nein. Ich sehe auch nichts. Polizei! Da ist die Person links. Hallo, sind Sie alleine? Hallo. Ich weiß nicht genau. Hier ist erstmal nichts. Ich guck mal eben. Sind Sie wirklich von der Polizei? Kümmerst du dich um ihn? Ich guck mal eben in den Hintergrund. Was denn passiert? Ich sollte dieses Hundefutter hier essen. Die haben meine ganze Möbel zerschnitten. Wer hat Ihnen das denn angetan? Oh mein Gott. Mein Auge tut weh. Wer hat Ihnen das denn angetan? Brauchen Sie einen Rettungswagen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Oh mein Gott. Rufst du mal einen Rettungswagen? Ich glaube, nee, Rettungswagen brauche ich nicht. Nee? Brauchen wir nicht. Ich kann mich erst mal ein bisschen um ihn kümmern. Ich bin auch im Ende. Wenn Sie darauf verzichten, alles gut. Ja, das ist schon in Ordnung. Wer hat Ihnen das denn angetan? Erzählen Sie mal. Das ging alles so schnell. Wollen Sie sich vielleicht mal hinsetzen? Ich habe die Tür aufgemacht. Und dann fing die schon an, auf mich einzuschlagen. Und dann haben wir mir die Hundeleine hier umgemacht und ich sollte das Hundefutter essen. Okay, haben Sie irgendeinen Verdacht, wer das sein könnte? Keine Ahnung. Setzen Sie sich ruhig mal hin. Nie gesehen. Kommen Sie erst mal zu sich. Und das haben die Herrschaften ja alles gemacht. Die Kettensäge, die haben wir gerade gehört hier. Gino, das ist die Kettensäge. Ja, die hatte ich schon gesehen. Deswegen fühl mal dran, ist die noch warm? Fing irgendwie an, auf mich einzuschlagen. Und wenn ich was sage, dann wollten die, dann wird's nur noch schlimmer. Ja, die ist eben erst gebraucht worden. Okay. Kann doch nicht lange her sein. Okay. Bei der Sachverhaltsaufnahme habe ich plötzlich ein Geräusch vernommen, was sich definitiv als, sagen wir mal, da will jemand flüchten, herausgestellt hat. Und taktischerweise haben der Justin und ich uns dann aufgeteilt, einer vorne, einer hinten raus. Ich gehe vorne rum. Stehen bleiben. Was wollt ihr? Warum rennen Sie denn weg vor uns? Muss ja einen Grund geben. Ich bin nur der Gärtner hier. Ja, der Gärtner ist klar. Deswegen rennen Sie auch weg. Ich hab. Was? Wohnen Sie hier? Ja. Ab und zu mache ich den Garten noch. Der war das. Genau. Was? Der war das. Was war? Gar nichts. Hundefutter sollte ich essen. Also nicht, können Sie sich erinnern. Was ein Quatsch. Der war das. Das Motiv des fremden Mannes ist völlig unklar. Mitten in die Festnahme platzt eine Frau, die auffälliges Interesse für den Polizeieinsatz zeigt. Wer sind Sie denn? Erzählen Sie mal. Ich bin die Frau Ursula Bergmann. Und zwar bin ich die Vermieterin hier. Und Sie sind die Vermieterin? Ja. Er möchte Ihnen auch, glaube ich, noch was sagen. Sag was ist denn hier passiert? Nee, lieber nicht. Raus mit der Sprache. Alles, was uns helfen kann. Das ist wichtig. Bleib mal ruhig. Wenn die das rauskriegen. Ja, schießen Sie los. Alles aufklären, oder? Das waren zwei. Da war noch einer dabei. Wieder waren zwei? Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch drin ist. Ja, das war echt ein anderer, aber ich nicht. Dann packen wir den erstmal rein. Also der war den packen wir erstmal ins Auto. So, rechtes Bein anwinkeln. Na geht's. Los. Und auch. Ich muss jetzt, dass die wieder auf mich einprügeln. Ganz ruhig, bleiben, ganz ruhig, sonst liegst du gleich wieder auf der Erde. Der Fall entwickelt sich immer mysteriöser. Den Tätern ging es offenbar nicht um Wertsachen, sondern die Erniedrigung ihres Opfers. So, Sie sagen, da wäre noch eine zweite Person. Da ist noch eine zweite. Von der Statur Person her gleich. Ähnlich. Wohin ist der geflohen? Weiter. Ich weiß es nicht genau. Die haben mir gesagt, ich soll Hundefutter essen, nicht gucken, was die machen, sonst gibt's Ärger. Okay. Deswegen weiß ich, ich habe damit zu kommen. Gehen wir nochmal durch, ne? Vielleicht sind sie da oben noch in der Bitte. Sie haben Acht drauf, dass der Typ nicht aus dem Auto verschwindet. Okay. Sicher, dass ich noch hier ab. Person. Alles klar, hab ich mit. So, jetzt die Polizei. Kommen Sie raus. Ich hab Sie in der Dusche gesehen. Komm, geh zurück. Lass ihn rauskommen. Kommen Sie raus. Raus, kommt die Polizei. Direkt raus. Da an die Tür, an die Wand. Hast du noch eine Handfessel? Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich hab die Beine.
Beine, Körper. Ganz ruhig. Warum wollen Sie denn fliehen? Muss ja einen Grund geben. Geh mir nicht auf den Sack, Mann! Pfeifen! Ganz ruhig. Jetzt schießen Sie mal los. Ich wollte duschen gehen. Sie wollten duschen gehen? In der fremden Wohnung? Ja, nur intelligente Antworten. In der fremden Wohnung? Wieso fremde Wohnung? Hat es mir doch erlaubt. Sie kennen sich? Wen? Ich glaube nicht, dass er das erlaubt hat. Hast du ihn? Ich hab ihn. So. Einmal auf den Hintern setzen. Und ganz ruhig bleiben. Als der zweite Täter und die Melderin aufeinandertreffen, wird klar, dass es anscheinend eine Verbindung zu geben scheint. Ich kann duschen. Der Name Bergmann sagt ja auch nicht. Hat er nichts zu tun. Ja, klar, Moment mal. Irgendwie verschwägert, verwandt mit ihm hier? Nee, ja, ich hab ihn schon mal im Gang gesehen. Machst du gerade mal eine Anfrage übernehmen? Ja. Nimmst du? Ja. Hast du von ihm auch noch die Doku, die Portemonnaie in der Tasche? Die Portemonnaie habe ich hier vorhin gelegt. Ah, perfekt. Okay, schon mal aufgefallen hier. Wie gehören Sie zusammen, wenn Sie auch Bergmann heißen? Wir gehören überhaupt nicht zusammen. Wenn das ist, es gibt 1000 Bergmanns. Ich weiß nicht, was ja, da für ein klar, Zufall ist. Mal ganz kurz dazwischen. Ja, bitte. Sie sind verpflichtet, uns gegenüber wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Und auch diese Angaben gehören mit zu Ihren Personenangaben. Machen Sie ja wissentlich Falschaussagen, machen Sie sich strafbar. Okay, nee, nochmal die Frage nach der Belehrung. Sind Sie irgendwie verwandt, verschwägert? Ich habe ihn noch nie gesehen. Noch nie gesehen, alles klar, Frau Bergmann. Die Namensgleichheit kann in den Augen der Beamten kein Zufall sein. Als Gino Meyer die Leitstelle kontaktiert, erhält er einige folgenschwere Informationen. So, Frau Bergmann, ich habe Sie gerade belehrt, ja? Dass Sie mir gegenüber wahrheitsgemäße Angaben zur Person machen müssen. Dazu gehören auch Ihre Familienverhältnisse dazu. Wir haben das gerade abgefragt. Der Kevin Bergmann ist Ihr Neffe. Ja, Sie haben gerade wissentlich was anderes gesagt. Kriegen Sie erstmal eine Ordnungswidrigkeitenanzeige von uns an den Hals. Deswegen geben Sie mir erstmal Ihren Personalausweis, ja? Kann ich gar nicht leiden, so, wenn man wissentlich die Polizei belügt. Ey, willst du mich verarschen? Jetzt reicht's, Mann. Jetzt sag die Wahrheit. Ruhig bleiben. Gib mir erstmal mein scheiß Geld. Ruhig bleiben. Worum geht's hier? Pass mal auf, wenn du soll mir mein scheiß bist. Geld geben, das ist meine Tante. Hör auf, hier rumzulügen. Um welches Geld geht? Wenn du jetzt zu blöd mir, bist, erste Etage Müller und Meier zu unterscheiden, dann tust du mir wirklich leid. Du bist so ein Idiot. Da hätte man Hundi draufgehauen, hätten wir es ordentlich gemacht. Hör mal, du kannst nichts. Stopp. Ruhe. Du solltest ruhig mal. Ruhe. Scheißmarsch noch mal für dich. Ruhe. So, ich belehre Sie jetzt noch mal. Nicht nur, dass Sie sich jetzt eine Ordnungswidrigkeit da schuldig gemacht haben, sondern hier haben wir Anstiften zu Straftaten. Sie sind also Straftatverdächtige, brauchen nur Angaben zur Person machen, brauchen sich nicht zum Tatvorwurf äußern. Sie können jederzeit zur Befragung einen Anwalt hinzuziehen. Haben Sie das verstanden? Das habe ich verstanden. Gut, hier geht es nämlich um Körperverletzungsdelikte, Nötigung und so weiter und so weiter. So, und jetzt möchte ich erst mal nichts mehr hören von Ihnen. Was hat mitgekriegt, ne? Genau. Also sie hat den wohl irgendwie engagiert. Ah ja, der hat Mietschulden. Ja. Der zahlt seit Jahren seine scheiß Miete nicht. Hat gesagt, wir sollen ihn ein bisschen rund machen. Meier, nicht Müller. Meier Müller ist doch dasselbe. Das ist der Herr Müller, der bezahlt immer. Einlaufen. Herr Meier. Mit dieser skrupellosen Methode wollte die Vermieterin offensichtlich einen Mietnomaden zum Auszug nötigen. Die Frau muss sich nun wegen Anstiftung zu einer Straftat verantworten. Der hat immer gesagt, zahl deine Miete rechtzeitig. Und ich immer, ich zahle auch meine Miete. Was willst du überhaupt von mir? Und dann haben die halt immer weiter gesagt, wenn du nicht ruhig bist, dann schlagen wir noch weiter auf dich ein. Sei doch froh, ist eine Lehre für die Zukunft. Ja, ich zahle immer meine Miete pünktlich. Ich habe nie meine Miete bezahlt. Er schützt uns dahin. Okay, und wen sollen jetzt hier feiern mit der Diskussion? Ihn packen wir mit rein. Sollen wir ein zweites Einsatzmittel rufen? Zweites Einsatzmittel dabei. So. Die beiden angeheuerten Männer erwarten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Freiheitsberaubung und Nötigung. Hat Arnold schon gefunkt? Ja, ich schicke den 28. Alles klar. Hier ist alles in Ordnung? Ja, okay.